Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Leute, die Dartspool Premier League geht in ihre zweite Saison und wir brauchen noch zwei Starter. Deswegen gab es letzten Samstag im Dartpalast Berlin ein Qualifikationsturnier, wo sich zwei Spieler in die Dartspool Premier League spielen konnten, um das 16er Feld zu vollenden. Warum jetzt überhaupt 16er Feld etc., die ganzen Infos zur regulären Saison bekommt ihr dann, wenn der erste Spieltag losgeht. Ich will euch nicht überfordern, ich habe einen Vlog gemacht, ich habe das gesamte Turnier begleitet, habe am Ende noch ein bisschen die Finals kommentiert. Es waren ultra geile Qualifikanten da, es waren super Spieler da. Aus ganz Deutschland haben sich Leute auf den Weg gemacht zur Dartspool Premier League, zum Qualifier, um die Chance zu nutzen, sich eventuell zu qualifizieren. Es gab ultra krasses Niveau, es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video, Leute. Checkt auf jeden Fall Dartspool ab. Mit der Firma finanzieren wir das ganze Jahr, die Preisgelder etc. etc. Ja, wir sind ja quasi Hauptsponsor unserer eigenen Liga, was ja irgendwie auch Sinn macht. Wer noch irgendwie den Adventskalender mal abchecken will oder andere Dartsets von D-Puls etc., der findet auf Dartspool auf jeden Fall deutlich entschlankter als früher die richtigen Artikel, die ihr braucht. Und jetzt geht's los mit dem Vlog und mit der Qualifikation. Let's go. So, meine Freunde, wir sind angekommen und schau mal, was wir hier haben, Leute. Natürlich wird die Dartspool Premier League auf dem D-Puls MSC gespielt. Check mal den Link in der Videobeschreibung. Jetzt gerade, wo die ganzen anderen Boardhersteller deutlich die Preise angezogen haben, ist es ein wirklich sehr, sehr gutes Board. Und es ist jetzt 12 Uhr, um 13 Uhr geht es los und jetzt ist es schon so übertrieben voll. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild heute. So Leute, normalerweise stehe ich hier am Tisch und habe meine Bitten mit der Turnierleitung. Heute sind wir selber die Turnierleitung. Janin, fühlst du dich bereit für den Tag? Ich habe die Darts 14 dabei. Ich habe sie auch dabei, aber wir spielen nicht, wir dürfen gar nicht. Heute wird nicht gespielt. Practice. Aber cooles T-Shirt, kriegt man das? Gar nicht. Ah, das ist Einzelanfertigung. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Schenke ich dir vielleicht. Ja. Zum Geburtstag. Aber um dich geht es gar nicht, sondern es geht um den jungen Mann, weil ohne den, Benny, aka auch Spieler in der Premier League. Ein großes Servus. Dankeschön. Ein großes Dankeschön. Ohne den würde es heute gar nicht hier so zahlreich und so geklappt haben, weil der hat sich um die Organisation gekümmert, wie man auch hier sieht. Die Namensliste sind schon super viele da. Was denkst du, wie viele kommen noch so? Wahrscheinlich so 15 oder so, wa? Sind schon echt die meisten wahrscheinlich da. Der Großteil ist tatsächlich schon da, genau. Boah, richtige PDC-View hier. Und hier sehe ich auch schon so ein paar Favoriten hier gerade. Also das hier sieht auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut aus. Komm, 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 komm. Und wir müssen weiterarbeiten, Leute. Und mit dir meine ich Benny. Ja, Devin, oh oh. Ja, warte mal, langer Devin. Verschlafen. 12:30 Uhr, jetzt haben wir schon jetzt Ersatz rein. Bin noch 12:30 Uhr gesagt, Mann. 12:30 Uhr haben wir hier Schluss, oder? 13 Uhr beginnen. Hast du keine E-Mail gelesen? It's a prank, du spielst mit und qualifizierst dich zum Cake. Ey, der war so happy, ey. Der dachte, er muss nicht spielen. Leute, wir sind im Übrigen 48 Teilnehmer, wobei wir sind jetzt leider musste einer absagen, deswegen sind wir 47. Das heißt, wir wollten eigentlich 8 Sechsergruppen spielen. Jetzt werden es halt wahrscheinlich 7 Sechsergruppen und eine Fünfergruppe, oder? Werden wir wahrscheinlich so machen, ja. Und danach kommen die Top 32 weiter und dann wird ein Single-K.O.-Baum gespielt. Das heißt, es wird auch ordentlich lange dauern heute, aber Devin ist ja sowieso schon safe qualifiziert. Richtig. Alter Leute, hier war es wirklich seit Corona nicht mehr so voll. Richtig nice. Natürlich haben wir auch Impfung, Test und so, also 3G-Regelung gemacht. Aber Leute, das ist wirklich mal wieder schön anzusehen hier, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Bin mal gespannt, welche zwei Spieler von den ganzen Leuten sich später dann qualifizieren werden. Christian Kieper. Jetzt gerade werden die Luppen, ja, das war's mit Deutsch heute, die Luppen ausgegroßt. Und wir haben sogar einen Notar dabei, der das Ganze hier überprüft, ob das hier mit der Richtigkeit auch zugeht. Ja. Du hast recht. Ja, richtig. Ich hoffe, Devin in einer Gruppe mit Retschka und so. Gut Geselle. Ah, das ist Maurice aus unserer Mannschaft auch. Ja, man kennt die Namen. Aber die View sieht richtig, richtig geil aus hier. Bevor wir die verkünden, nochmal die ein, zwei wichtigsten Regeln vielleicht. Ja Leute, also ich werde nichts sagen, aber hier spielt man entspannt. Wie sind die Averages? 92 gegen 94. Also da sind auf jeden Fall schon mal ambitionierte Leute. Das ist jetzt Jonathan Schütte, der kommt aus Hameln, den kenne ich auch schon länger. Und Marian ist einer aus Berlin, den ich glaube ich bei jedem Turnier spiele, weil wir irgendwie immer Viertelfinale gegeneinander spielen. Alter, was ein Niveau spielen die da. So Leute, nach unglaublichen 5 Stunden ist die Gruppenphase durch. Ich habe jetzt gerade hier mit den Mikrofon die Begegnung für die letzten Spielrunden angesagt. Hier sind jetzt die Paarungen und jetzt wird ein Best of 7 gespielt und Single K.O.
Und jetzt geht es also um die Wurst. Das heißt, jetzt darf man sich keine Niederlage mehr erlauben. Ich werde natürlich auch später bei den späteren Spielen noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Nein, ich will dich drauf haben. Kurze Einschätzung. Was sagst du? Da wird ein Kracher, glaube ich, passieren. Ich habe gerade schon gesehen, wir wahrscheinlich ein Überraschungsspieler in die Premier League kommen. Zeige ich dir gleich mal. Der wird gewinnen hier. Deine Farce? So. Warte, der ist noch nicht zu sehen. Dreht er schon wieder heimlich für YouTube. Ja. Nee, das ist gar nicht so heimlich. So heimlich ist es gar nicht. Ah, ja. So, Basti, du als aktiver, du warst ja letztes Jahr im Halbfinale, hast ja 10 Matchstarts vergeben. Ja. Kurze Frage dazu. Würdest du jetzt lieber, dass sich wer Schlechtes oder wer Gutes qualifiziert? Ja, persönlich. Ehrlich sein. Mit meiner aktuellen Form wahrscheinlich eher jemand Schlechtes. Aber es gibt halt eigentlich keinen mehr, der schlecht ist. Aber für die Qualität der Liga auf jeden Fall, dass die Guten sich qualifizieren. Yeah. Also wir sind jetzt gerade auch schon hier in den letzten 8 und die letzten 2 qualifizieren sich. Also man muss quasi nur ins Finale kommen. Benni, bist du zufrieden mit dem Verlauf? Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, ne? Ja, richtig. So, ich glaube jetzt mittlerweile gucken, am Ende des Videos werde ich auflösen, ob ich recht habe. Ja, jetzt Speedy und Olic. Ich meine, Olic hat schon auf der Bühne gespielt, hat von Davy van Beelen, glaube ich, 126er Average kassiert. Unlucky. Und Speedy ist einfach auch on fire. Das ist der jetzt gerade da wirft. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Halbfinals. Wie gesagt, man musste in Anführungszeichen ja nur das Halbfinale gewinnen, um qualifiziert zu sein für die neue Saison, die im Übrigen auch schon in ungefähr 3 Wochen startet. Und Janni und ich hatten an 2 verschiedenen Stellen des Videos recht. Einmal ist Olic hier gerade am Ausbullen und gewonnen gegen Michael Tretschka im Finale. Das heißt, einer der Favoriten. Jetzt kommen hier nochmal die letzten Legs, ein paar Checkdarts etc. Ich muss sagen, das erste Halbfinale war jetzt nicht ultra hochklassig vom Niveau. Beide Spieler haben natürlich auch einen ewig langen Tag hinter sich. Hier Michael Tretschka, einer der besten deutschen E-Dart-Spieler. Das gleiche gilt auch für Ole Lukko. Wie gesagt, Olic, sein Spitzname, hat schon PDC-Bühnenerfahrung. Und Speedy ist im anderen Finale, über den wir eben gerade auch schon so ein bisschen gesprochen hatten. Also hatten Janni und ich quasi so ein bisschen recht mit unseren Predictions. Gucken wir mal, wer es jetzt am Ende gemacht hat. Wir springen schon so ein bisschen weiter an dieses Spiel hinein. Ich glaube, das müsste jetzt hier das vorletzte Leg sein. Wie eben schon gesagt, im ersten Finale hat man den Spielern angemerkt, der Tag war lang, wobei es am Anfang wirklich hochklassig zuging und am Ende eher so ein bisschen abgebaut hat, was man aber wie gesagt verstehen kann. Und wer selber schon mal ein Turnier gespielt hat und weit gekommen ist, weiß, ein Finale zu spielen ist nochmal eine ganz andere Kunst, als ins Finale zu kommen, weil der Körper meistens schon denkt, ich habe alles getan, was ich tun wollte, was ich schaffen wollte. Und jetzt guck mal, was passiert. Ich habe jetzt nicht ultra viel reingeschnitten, weil sonst hätte ich, man sieht einfach die Sachen nicht so gut. Ihr seht, das Board ist weit weg. Aber jetzt passiert was Interessantes und zwar hier ein Bust über die Triple 18 bei 50 Rest. Das wollte der Olic natürlich so nicht haben. Und macht die Tür in dem Leck nochmal so ein bisschen auf für Michael, der aber mit dieser Aufnahme hier auch nicht zufrieden ist. Beziehungsweise eine 95 ist ja immerhin etwas. Ja, es war wirklich ein ultra, ultra geiler Tag, muss man so sagen. Es war wirklich sehr, sehr cool. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Und hier steht es jetzt gerade beim Best-of-9-Format. Hat Olic jetzt hier 4 Legs schon auf seiner Seite und tritt gleich ans Oki für 32 Punkte Rest. Und da ich es jetzt nicht so spannend machen will, mit dem letzten Dart checkt er das gleich und danach ist die Freude natürlich groß. Und somit ist Olic aka Ole Lukko der erste Spieler, der sich jemals für die Dartspool Premier League ohne Wildcard qualifiziert hat und das in diesem Moment. Weiter ging es im zweiten Finale, wo hier Emanuel WLAN, das hat aber nichts mit Wi-Fi zu tun, gegen Speedy spielt. Das heißt, auch hier waren die Vorzeichen, dass Speedy weit kommen wird, waren gut. Speedys normaler Name ist sehr kompliziert, deswegen bleibe ich heute bei Speedy. Ich hoffe, das ist okay. Er hat hier auch ein Trikot von den Wolfenbüttel Bulldogs an. Er spielt auch in der Bundesliga. Emanuel WLAN eher ein lokaler Spieler, der vielleicht ein bisschen überraschender ins Finale kam. Und so hatte Speedy hier mit einem ultra hohen Niveau in diesem Finale hier jetzt die Chance auf 72 Rest gestellt im letzten Leg. Ich glaube, es stand zu dem Zeitpunkt hier 4 zu 1.
Emanuel hat auch super gespielt, aber Speedy war wirklich unaufhaltsam. Gerade sein Scoring war brutal stark. Jetzt kommt die 72 Rest. Erster Dart in der Triple 16, zweiter Dart über der Doppel 12 und der letzte Dart drin. Und auch hier die Erleichterung und die Freude natürlich groß. Applaus von den Leuten, die da geblieben sind, was ich auch sehr cool fand. Und somit hat es Speedy auch geschafft und ist der zweite Qualifikant und füllt somit das 16er Feld der neuen Dartspool Premier League Saison. Sobald es mit den Spieltagen losgeht, werde ich euch natürlich darüber informieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Zeit. Es war ein sehr cooles Qualifikationsturnier. Es war sehr interessant, mal in der Sicht desjenigen zu stehen, der das Ganze mitorganisiert. Wobei dann natürlich nochmal der große Shoutout an Benny geht, weil der hat einfach am meisten getan, Benny Griesert. Und die Organisation hier wirklich weitläufig selber gemacht. Vielen, vielen Dank an dich nochmal. Und es wird eine geile Spielzeit. Ich freue mich drauf und haut rein.